Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zum 13. und damit letzten Rauhnachtlicht für die, ja, diesmalige Rauhnachtszeit. Die Rauhnächte gehen zu Ende. Ja, und das auch noch mit einem Portaltag heute, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Am 5. Januar hatten wir, oder heute haben wir eben Portaltag. Den ersten in diesem Jahr und den ersten jetzt im Januar. Der nächste ist am 12. Ja, und dieser Abschluss, der hat so seinen bestimmten Grund natürlich einfach auch. Die Rauhnächte gehen zu Ende in der Mythologie, in der germanischen Mythologie oder nordischen, mit der Nacht der Frau Holle oder Perchta, je nachdem, in welcher Tradition man es benennt, indem man sie benennt, diese Göttin. Ja, vielleicht auch Freya damit verbunden, die Göttin Freya. Ja, es wird noch einmal aufgefahren, sozusagen, von der Frau Holle. Sie saust mit ihrem Gefolge der wilden Jagd über den Himmel. An manchen Stellen in unserem Land oder anderswo ist es vielleicht wieder sehr stürmisch. Die Stürme hatten wir ja in den vergangenen Tagen immer wieder auch mit dabei und ja, leider auch natürlich in Verbindung mit dem Regen und dem Hochwasser. Ich hoffe sehr, es hat euch nicht getroffen und wünsche natürlich auch allen, die ja, darunter leiden, dass die Schäden bald behoben sind, gute Unterstützung da ist, viele Kräfte und Nerven und ja, Zuwendung einfach auch passiert. Ja, ja, aber das ist so das Signifikante eben auch dieser Jahreszeit. Und ja, die mit der Mythologie verbunden ist, dass die Frau Holle dann sozusagen noch einmal schaut, wie es überall gelaufen ist, wer sozusagen reinen Herzens ins neue Jahr gegangen ist, durch die Rauhnächte hindurch und wie es jeder meint. Ja. Soweit für die Mythologie der Frau Holle. Ja, was natürlich heute auch sehr wichtig und wesentlich ist und ja, wir auch sehr mit bedenken wollen. Das ist eben die Nacht der drei Könige, das Ende der Weihnachtszeit in der evangelischen Tradition, aber heute auch nochmal eine besondere Nacht in manch anderer Tradition. Für manche Traditionen im Christlichen ist es heute das eigentliche Weihnachtsfest, ja, die heiligen drei Könige, die ja sozusagen zum Christuskind kommen und ihre Gaben niederlegen, auch wenn es biblisch gar nicht belegt ist, dass es Könige sind und drei sind und ja, wie auch immer, ne? Sie sich alle begegnen. Ja, aber das Wichtige ist, ne, dass Anerkennung stattfindet. Anerkennung, ja, eben für das Christuskind, das ja symbolisch dafür steht, dass Gott sich jedem zuwendet und nicht zuerst den Großen, nicht dass die Großen und Mächtigen die Bedeutenden dieser Welt sind, sondern jedes Leben wert ist. Ja. Und von daher, ja, es ist eigentlich ein wunderbares Fest, dass wir jedes Jahr wieder miterleben dürfen. Ja, in der christlichen Tradition heißt das Fest auch Epiphanias. Ja, die Erscheinung des Herrn von der biblischen Geschichte her ist damit verbunden, dass eigentlich eben Jesus getauft wird, dann schon das Christuskind. Und sozusagen im Tempel erscheint und damit ja das seinen auch in breiterem Rahmen bekannten Weg durch diese Welt antritt, ja, hier auf Erden.
Ja, und ja, so manchen zur Erleuchtung verhilft, der Licht ins Leben bringt, ja, und das Leben heller und klarer macht. Ja, das, ich kann es so bestätigen, ne? Trotz schwieriger Zeiten, ne, tut dieser Weg, dieser Glaube einfach sehr wohl, ne? Ja, warum ich ja dann hier letzten Endes eigentlich auch die Legungen mache, ist ja schon auch, weil ich gemerkt habe, auch wenn es widersprüchlich erscheint, aber dass ich auch auf diesem Weg Botschaften, ne, ja, konkretere Botschaften, ne, von der göttlichen, geistigen Welt bekomme, so manches verständlicher auch wird, ne. Ja, Gott sucht sich seine Wege, wie er Botschaft weitergibt, und das kann manchmal durchaus auch widersprüchlich sein. Ja, starten wir hinein jetzt noch mal ein Stück weit konkreter. Ich habe hier heute eben entsprechend des Anlasses auch noch mal spezielle Räucherkerzchen mitgebracht, und zwar die mit dem Dreikönigsduft. Ja. Und die entzünden wir jetzt auf alle Fälle eine. Und ja, bei diesem Abschluss wollen wir jetzt in spezieller Weise dann auch auf die Unterseiten der Kartendecks schauen. Also auf die Energie, die uns durchs Jahr hindurch begleitet, sich vielleicht eben auch langsam aufbaut, beziehungsweise an manchen Stellen auch durchblitzt und auf die es letzten Endes hingeht. Ja. Lassen das jetzt hier so liegen und dann schauen wir. Ja, lassen uns erleuchten, einen Blick geben. Ja, was haben wir da in der Hauptenergie an der Unterseite? Die 8 der Münzen mit dem Stichwort Practice. Ja, entweder die Praxis oder tatsächlich vielleicht auch der Imperativ Practice. Ja, praktiziere, werde tätig, werde praktisch tätig, setze um mit ganzer Hingabe. Ja, die 8 der Münzen, das ist die Botschaft, ne, dass wir hier mit ganzer Hingabe am Detail arbeiten dürfen, an unserer Meisterschaft, ne, an unserer Fülle. Also wir sind selber mit an dem beteiligt, was entsteht, ja, und das ist wundervoll. Das fordert natürlich auch heraus, ne, zu schauen, was sind eigene Gaben, Talente, Fähigkeiten, an welchen Stellen ist es immer wieder nötig auch, ne, das eigene Zutun, ja, auch in die Tat umzusetzen, ne, tatsächlich, nicht nur zu planen oder abzuwägen, sondern wirklich auch zu starten, zu initiieren, ja. 8 der Münzen. Es wird ein arbeitsreiches Jahr sozusagen, aber auch ein sehr lohnenswertes. Also, na, hier ist schon auch eine Menge passiert im Vorlauf, und darf jetzt hier wirklich am Detail gearbeitet werden. Nicht mehr am Groben, am großen Ganzen, sondern wirklich an den Details. Ja. Und wir haben eine Achterkarte. Auch das haben wir wieder mit dabei. Und jetzt geht hier gleich noch eine Kerze aus. Ja, eine im Jahr 8. Ist das die grundlegende Energie? Ne? Auch eben mit etwas in Beherrschung zu kommen. Ne? Darum geht es ja bei der Kraftkarte, mit etwas in Beherrschung zu kommen. Vielleicht eben mit einer bestimmten Gabe, einem bestimmten Talent, aber auch mit jedem, mit jeder Kleinigkeit, mit jeder Münze, mit jedem, ja, einzelnen Augenblick und jeder Herausforderung, jeder Begegnung, die passiert, ja, alles ist wichtig und wesentlich und ja, fordert nicht nur unsere Hingabe und Zuwendung und Mühe und ja, Liebe, liebevolle
Stabilisierung auch, Arbeit, sondern ja, macht sich, bildet einfach auch unseren Reichtum, ne? Wir arbeiten an unserem eigenen Reichtum. Ja, das kann dann tatsächlich vielleicht auch im Finanziellen sein, aber ne, so grundsätzlich da arbeiten wir daran, wirken wir daran, sagen wir es mal lieber so, wirken wir daran, selber mit unseren eigenen Reichtum, unser eigenes Wohlergehen, ja, unseren eigenen Selbstwert, unseren ja, unsere Gesundheit, unsere Zeit, ja, mit ganzer Hingabe zu gestalten. Nachfolgend sind die neuen Münzen. Ja. Der Ausdruck persönlicher Fülle, Glücklichkeit, Stabilität, es geht darauf zu. Ja. Was haben wir hier als grundlegende Energie bei den herausfordernden Impulsen? Die Empress. Ja, wundervoll. Guck mal, die Herrscherin. Etwas zur Welt zu bringen, ja. Arbeite am Detail, an dem, was in dir schlummert. Ja, das kann tatsächlich hier auch Schwangerschaft mit anzeigen. Ja, 8 Monate vielleicht sind es in diesem Jahr, bis das Kind geboren wird. Ja, aber vielleicht eben auch bis etwas in anderer Art und Weise etwas anderes zur Welt kommt, ne? Ein bestimmtes Projekt oder ein bestimmtes Vorhaben, immer wieder, ne? Gilt es, sich dem zuzuwenden, aufmerksam zu sein, Vorbereitungen zu treffen, aber auch umzusetzen. Ja, und es auch die Herrscherin macht deutlich, du bist hier wunderbar ausgestattet, ne? Du hast die Liebe, die Hingabe, die Kreativität, das Wissen, die Weisheit, ne, das Gelingen, das Talent, die Fertigkeit. Ja, wirke. Wirke an dem, bring es zur Welt. Ja. Es gilt. Ja, sozusagen dann auf den Herrscher hinzusteuern, ne? Etwas vielleicht wirklich so weiterzuentwickeln, vorzubereiten, dass es entweder am Ende des Jahres oder dann im nächsten Jahr oder im Laufe des Jahres natürlich auch, ne? Ja, präsentiert werden kann. Das können verschiedenste Dinge sein, wie gesagt, ja. Aber eben hier haben wir auch die drei, die Chance, etwas weiterzuentwickeln, ne? In Reife, in Fruchtbarkeit zu bringen. Und die Herrscherin ist, ja, wie gesagt, eine die weibliche Energie, ne? Die empfängliche Energie, dass etwas, ja, gut umsorgt wird, genährt wird, ne? Bleibt dran, ne? Vielleicht geht es tatsächlich auch um Selbstständigkeit. Steuerst du darauf zu? Ja, vielleicht kannst du es dir jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Aber im Laufe der Zeit reift das heran. Oh, ja, oder ne, du selber heilst, wie gesagt, in dieser Zeit, wächst in deinem Selbstwert, in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Ausstrahlung, in deinem ja, selbstbewussten Auftreten, Herangehen an Dinge. Ja, und ja, nächstes Jahr wird es dann ja, nur noch ein Klack sein, eine Selbstverständlichkeit vielleicht, ne? Ja, die Herrscherin, die weist auch immer auf uns selber heran, selber hin, ja. So wie zum Beispiel die Dame im Lenormand, ganz für uns als Zuschauer steht, egal ob Mann oder Frau, ja, so steht die Herrscherin natürlich auch für uns selbst, ne, dass wir hier wundervoll in unsere ganze Kraft kommen, ne,
denke, unser ganzes Standing auch, ne? In unsere Energie. Ja, wundervoll, ne? Vielleicht auch so ein bisschen mit der Perspektive, dass wir tatsächlich auch, ne, für jemand anderen eben Partnerin, Partner auf Augenhöhe sind werden. Ja. Aber das hat auf alle Fälle Beständigkeit, ja, arbeite da in beständiger Weise daran sozusagen. Aber ne, hab Geduld. Ja. Hingebungsvoll, sei hingebungsvoll und beständig und treu dabei, verlässlich. Ja, jetzt haben wir hier die zwei, innere Einkehr. Ja, hallo, das ist ja eigentlich die hohe Priesterin, die hatten wir doch eigentlich. Moment mal bitte, jetzt muss ich doch tatsächlich schauen, was war denn das denn? Wo habe ich das denn? Ja, wann war das denn? Wann war das denn? Ah, hier. Dezember, November. Im Oktober. Ja, guck mal, im Oktober. Ja, ich habe es als römische 2 gedeutet hier. Aber das ist gar nicht die 2 im Oktober. Haha, das ist ja spannend. Sondern das ist die Kraftkarte. Und zwar hier in der alten Zählweise mit der 11. Ja, guck mal. Da in diesem Kartendeck haben wir das mal, dass die Kraftkarte nicht die 8 ist, sondern die 11. Das ist spannend. Deswegen habe ich sie nicht gleich wiedererkannt. Also ist in diesem Kartendeck die 8 die Gerechtigkeit. Ja, da haben wir die Kraftkarte im Laufe des Jahres, im Oktober mit dabei. Wundervoll, innere Kraft. Ja, in Beherrschung kommen, ne? Sich gegenseitig kennenlernen, bezähmen. Ja, ha, spannend. Oh, hei, 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 seht's mir nach. Ja, aber dann haben wir hier jetzt. Haben wir jetzt hier die hohe Priesterin so als Grundenergie. Ja, schön, ne? Sehr, sehr viel weibliche Energie haben wir dann dieses Jahr dabei, das als unterstützende Energie. Ja, und interessant, ne, wenn das die Herausforderung ist, das die Unterstützung. Also wir kommen in diese Energie der hohe Priesterin, ja, sehr geheimnisvoll, sehr verbunden in zur göttlichen geistigen Welt. Sehr ja, durchströmt von innerer Weisheit und Wissen, Kommunikation mit der göttlichen geistigen Welt. Und ja, ist es die Herausforderung, sich zur Herrscherin, die ja die 3 ist, zu entwickeln. Ja, ich lese mal noch, was hier steht. Innere Einkehr. Du bist ein sehr intuitiver Mensch und in deinem Inneren warten viele wundervolle Erkenntnisse auf dich. Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen, um dir mit Hilfe von Meditation oder Gebet über die Wünsche deines Herzens klar zu werden. Es besteht kein Grund anzunehmen, du müsstest jetzt sofort aktiv werden. Habe Geduld mit dir selbst. Ja, naja, das. Wie gesagt, das scheint ein Jahr zu werden, wo wir so einiges in Beherrschung bringen, eben am Detail arbeiten, wie gesagt, aber und ja, eher noch ausbrüten, ne? Und ja, vielleicht das nächste Jahr dann eben oder Ende des Jahres eher die Perspektive ist, etwas dann tatsächlich sehr intensiv und kraftvoll anzugehen. Und nach außen zu tragen. Also wir haben hier sehr viel weibliche innere Energie. Ne? Geht es darum, vielleicht auch sich selber eben, wie gesagt, sehr zu stabilisieren, zu stärken. Ja, vielleicht eben, ne?
ja, an eigener Kraft und Stärke zu arbeiten, auch im Gesundheitlichen vielleicht, ja. Ja, vielleicht, ne, war letztes Jahr eher so, also 2023 eher so ein Jahr, wo sehr viel, ja, Not, Leid, Krankheit, wie auch immer, Schwäche, Orientierungslosigkeit herrschte, ja. Etwas, ein Weg begonnen wurde und der wird jetzt hier auch weiterhin fortgesetzt. Ne? Zwei große Arkane. Zwei große Arkane flankieren unsere Hauptenergie für dieses Jahr. Ja. Spannend. Ja. Schauen wir weiter. Was haben wir in den Rauhnachtimpuls? Innere Stärke zeigt dir die Antwort. Ja, und dafür sind beide sehr signifikant. Ne? Sag dir immer wieder dieses Mantra vor: Ich bin genug. Ich bin genug. Ja, gerade in Sachen Arbeit am Selbstwert. Ja, vielleicht auch gerade hinsichtlich Beziehungsthemen, ne, ist das ein wichtiger, wesentlicher Schritt. Ne? Die eigene Wertschätzung einfach auch zu erlangen, stark zu machen, voranzubringen. Ja, das ist wichtig und wesentlich, um, wie gesagt, ja, auch ein entsprechendes Gegenüber, ein Gegenüber auf Augenhöhe, ne, anzuziehen. Nicht einfach irgendjemanden. Ne? Das hast du jetzt hier sozusagen, wie die acht Münzen zeigen, schon ein paar Mal erlebt. Ne? Ja, jetzt geht es darum, ne, mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Ne? Und das muss jetzt vielleicht auch nicht nur der Beziehungsbereich sein, das kann ja vielleicht auch der Arbeitsbereich sein, zum Beispiel, oder auch der gesundheitliche, ne, dass du einfach auch schon viele Sachen ausprobiert hast, um in eigene Gesundheit, Kraft und Stärke zu kommen, körperliche Energie, oder auch schon viele Ärzte aufgesucht hast oder so. Nein, ja, arbeite für dich selbst, ne, hör auf dich selbst sehr gut. Ne. In dir liegen viele Schätze verborgen, ja, ganz viele praktische Erfahrungen, Impulse, ja, Erkenntnisse, die darfst du jetzt für dich, für deine eigene Kraft und Stärkung nutzen. Ne? Eben auch diese Erfahrungen zum Beispiel eben im Liebesbereich, ne? Und dass du dich selbst im Laufe der Zeit auch immer besser kennengelernt hast, auch ja, dabei erkannt hast, was tut dir gut, was nicht, ja, mit welcher Art von Mensch kommst du zurecht, mit welcher nicht, ne? Ja, wie ist es gut, miteinander zu kommunizieren, wie eben nicht. Wende das jetzt an für dich, ja, damit es nach außen auch strahlen kann, aber ne, damit es dir dann natürlich auch in einer Beziehung, die sich hier womöglich anbahnt, wohler geht. Beziehungsweise du in eine Beziehung kommst, die auch dir Wohlergehen schenkt und Wohlergehen miteinander. Ja, ich bin genug. Ja, und natürlich sei einfach auch. Dazu gehört es auch, ne, mit sich selber zufrieden und glücklich zu sein erstmal. Ne? Das ist ein wichtiger, wesentlicher Schritt. Ne? Eine Meisterschaft. Ja, zum Licht erwachen. Ja, das passt ja heute zu Epiphanias wunderbar. Angst, Hass, Sorgen, Neid und Unwissenheit verdunkeln manchmal unsere Seele. Doch die Schatten zeigen uns auch, wo es Licht gibt. Erwachen heißt zu verstehen,
dass das Licht schon in uns ist und es immer war. Nur durch das ständige, hektische sich verlieren im Alltag wird das Licht unserer Seele durch die Schatten der Welt verdeckt. Ja. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja, was deine Gaben, Talente, Fähigkeiten betrifft. Was, ja, natürlich auch dein Wunsch nach Leben in Beziehung betrifft. Ne? Im Beruflichen. Ja, achte dein Licht, ne? Also deck es immer wieder auf. Zeig es auch immer wieder. Ne? Und ja, nähre es auch immer wieder. Ne? Nur durch das ständige, hektische sich verlieren im Alltag wird das Licht unserer Seele durch die Schatten der Welt verdeckt. Von daher, ja, nimm dir auch immer wieder Zeit, ne, für ja, innere Einkehr, Meditation, kreativ zu werden. Ja, auch ne, dich mit der Natur zu verbinden, das Leben wertzuschätzen, zu nähren, ja, Beziehungen zu hegen und zu pflegen, ja, vielleicht auch ne, zu Kindern, Enkelkindern, Freunden, was auch immer, ja, auch ne, zu Tieren, Natur, Pflanzen, wie gesagt, ja, auch zur göttlichen, geistigen Welt, ja, sowohl äußerlich als auch innerlich. Stärkt das Licht auf deine Art und Weise. Du hast eine Menge Ideen, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ja, nutze sie. Ja, hier ist es jetzt natürlich recht spannend. Was nehmen wir? Hier unten an der Unterseite haben wir eigentlich Sandarak, mystischer Orakelrauch. Ja, und da haben wir auf der Rückseite im Mondschein werden Träume wahr. Theophrast, Naturforscher im antiken Athen, erzählt von einem duftenden Nadelbaum, dessen Holz und Harz sehr beliebt war. Er spricht von der Oase Siva, die als Orakelstätte im Altertum weit über die Grenzen des Pharaonenreichs berühmt war und wo Sandarak regelmäßig verräuchert wurde. Der herbe Wohlgeruch dieses geheimnisvollen Baumharzes weckt an sommerlichen Tagen die Sinne für deine innere Stimme. Ja, er bringt deine Ursehnsucht, deine wahre Bestimmung, die du am Tag deiner Geburt von den drei Schicksalsgöttinnen Urd, Verdandi, Skuld eingehaucht bekamst. Folge dieser Eingebung und du lebst in einer Welt, großartige Veränderungen im Reich der unendlichen Fülle und zaubervollen Magie. Ja, das ist jetzt interessant. Denn Urd, Verdandi und Skuld hängen womöglich auch sehr mit diesen, ja, mit diesen Kürzeln zusammen, die in der Dreikönigsnacht über die Tür oder an die Tür über die Tür der Häuser geschrieben wird. Ne? Dieses CMB, ja, was durchaus für Christus Melchior Balthasar steht, aber auch andere Ausdeutungen hat. Unter anderem auch die ja, drei Göttinnen bezeichnet, die ja in der nordischen Tradition als Urd, Verdandi und Skuld vorkommen, ne, oder von dort so benannt werden. Von daher, ja, irgendwie schließt sich hier der Kreis wieder.
Ja, aber es geht, wie gesagt, wieder darum, gut für die auf die innere Stimme zu hören, ja. Das Verständnis für sie, die Sinne für sie zu wecken. Ja, also das ist auch etwas, was uns das ganze Jahr über begleiten darf, ja, unsere Spiritualität zu stärken, zu praktizieren, zu verfeinern. Ja, wird uns das stärken und nähren, ne, auf eigene Weise. Ich möchte ja aber auch noch, weil das hier einfach ja ein bisschen unklar ist bei diesem Kartendeck, die oberste Karte mitnehmen, die uns ja auch ihre Botschaft mit zeigt. Und die heißt: Millionen Schritte formen meinen Weg. Ja, sehr passend für das Jahr, ne? Und da haben wir den weißen Salbei, der Geist, der dich ruft. Weißer Salbei, das Zauberkraut der Urvölker Kaliforniens, führt dich zur Erkenntnis, dass geistige Heilung immer ein irdischer, Entschuldigung, immer ein individueller Prozess ist, weil jeder Mensch seinen eigenen Konflikt lösen muss, um gesund zu werden und zu bleiben. Taste dich langsam zu deiner eigenen Wahrheit vor. Suche keine schmeichelnden Ausreden, sondern blicke deiner Wahrheit ins Gesicht, auch wenn sie schmerzlich ist. Nur so wirst du frei von Problemen, die schon lange auf dir lasten. Der würzig magische Duft dieser erlesenen Zauberpflanze will wissen, wonach du dich sehnst und ob du die Erfüllung deines Herzenswunsches zu träumen wagst. Atme den Duft tief ein. Halte ihn für die Dauer von ein paar Atemzügen fest. Atme dann erst wieder aus. Gib dir nun die Erlaubnis, deine Wünsche voll und ganz auszuleben. Besonders an den beiden Tag- und Nachtgleichen, März, im März und September, spürst du seinen starken Geist. Ja. Ja, insofern weißer Salbei, immer wieder wundervoll, ne? Nehmen wir das mit dazu, ja? Millionen Schritte haben wir durch dieses Jahr. Ja, und die dürfen wir aber eben auch hingebungsvoll gehen. Ne? Sie werden uns in ganz große Kraft und Stärke bringen. Ne? Ja, und guck mal, an der Unterseite noch die Eule dazu. Innenschau und Weisheit. Die Eule hat besonders scharfe Sinne und kann mehr sehen und hören als andere Tiere. Konzentriere dich auf deine Wahrnehmung und begib dich auf eine Reise zu dir selbst. Ja. Finde die Essenz deines Lebens in deinem Inneren. Du trägst bereits alle Antworten in dir. Ich erlange mehr Weisheit, indem ich meinen Blick nach innen wende. Ja. Epiphanias. Na, die Erleuchtung. Die innere Stärke. Zum Licht erwachen. Also Leute, klasse. Ja, es geht sehr um uns selbst, ne? Wie eben die Kraft, ja, das Jahr der Kraft sozusagen, das auch eben schon mit deutlich macht, ne? Ja, und welcher Engel begleitet hier besonders? Ha, das ist aber wundervoll. Ja, der Engel der Sorglosigkeit. Leg all deine großen und kleinen Sorgen in die Hände deines Engels. Ja, auch das nutzt die göttliche geistige Welt immer wieder als wunderbare Kraftquelle und Schutz natürlich einfach auch, ne?
Vertraue ihm deine Sorgen und Ängste an und spüre, wie sie immer kleiner werden. Die Schwierigkeiten lösen sich auf und du kannst voll Zuversicht nach vorne schauen. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn die Sorgen verschwunden sind, wirst du die Schönheit des Lebens bewusst genießen können. Ja. Ja. Wundervoll. Auch wenn Herausforderungen kommen, ne? Wie gesagt, vertraue deine Sorgen und Ängste an, nutze die göttliche geistige Welt als eine wichtige Kraft und Schutzquelle und ja, auch eine Begleitung einfach. Probier es dieses Jahr einfach aus, ne? Also wir haben diese Energie dafür und ja, wie gesagt, eine ganz starke, ne? Die göttliche geistige Welt geht hier wunderbar mit. Sie fordert uns heraus, ne? Ja, auch zu wachsen, sich zu entwickeln, aber sie begleitet uns einfach auch intensiv, ne? Ja, das in die Tat umzusetzen, was uns wichtig und wert ist und anvertraut. Ja, in jedem kleinen Moment, wie gesagt, auch in jedem, was uns eben herausfordert an Sorgen und Ängsten, konkret zu werden, uns konkret einfach an die göttliche geistige Welt auch zu wenden. Ja. Und ja, lade ich uns hier einfach nochmal in besonderer Weise auch dazu ein, ne, mit diesem Orakel, dieser Legung, das auch zu nutzen. Ja, und wir schauen dann zum Schluss die ja, spezielle Rune an, die hier noch dabei ist. Es ist eigentlich nicht wirklich eine Rune, ne? Aber ja, es ist ein Geschenk, ne? Drei Haselnüsse. Die drei Haselnüsse, weil es ja die Haselrunen sind, ne? Aus Haselholz. Und es ist, ja, die Haselnuss ist ein sehr leicht schwingendes, hochschwingendes Holz, Gewächs. Ja, wundervoll geeignet. Ja, dafür, ja, die Verbundenheit zur göttlichen geistigen Welt zu praktizieren, aufzunehmen. Ja. Ja, drei Wünsche. Ne? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Kommt dann natürlich sofort in den Sinn. Ja. Vielleicht kannst du, falls du es noch nicht getan hast, nochmal ganz konkret drei Wünsche oder Vorhaben, Anliegen für dieses Jahr formulieren. Hier haben wir auch die drei, ne? Die gute Chance auf Entwicklung, auf höhere Entwicklung, Weiterentwicklung. Und sie ist begleitet, geschützt, gesegnet durch die göttliche geistige Welt. Das ist doch wundervoll. Ich wünsche euch ein wundervolles Jahr. Ganz viel Freude, auch na, an so manchen Herausforderungen. Ja, sie machen umso reicher, umso stärker auch. Ne? Ja. Und dann bleibt mir nur zu sagen, alles Liebe für euch und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.